So, Schnuckis, BMTV Urban mit mein Neukölln und wie ich Neukölln sehe. Verändert. In den letzten 10 Jahren hatte ich in Neukölln eigentlich viele Gegenden verändert. Aber am meisten würde ich sagen, so Ende der Sonnenallee, Bollingstraße in deiner Nähe. Viele Hipsters hingezogen. Ich weiß auch gar nicht, woher die alle kommen, so, aber es gibt überall so komische Cafés so mit so alten Möbel drin und so. Dann trinken die alle so Chai Latte und so. Ja, hat sich auf jeden Fall sehr krass verändert. Ne, früher war es halt, da waren einfach nicht so viele da, so, weißt du, weil es sind, glaube ich, alle Studenten, die kommen alle aus Westdeutschland hierher oder so. Früher war das alles ein bisschen ruhiger noch, aber ist ja auch okay, ist ja auch schön. So, die Stadt ist jetzt immer voll, Neukölln ist immer voll. Und Neukölln hat auch ein anderes Gesicht bekommen, finde ich, so ein bisschen. Jetzt ist nicht mehr so dieses, das sind einfach so mehr Hipsters und so komische Leute mit so komischen Haaren und so. So komischen Röhren, Jeanshosen. Aber ist doch schön. Die beste Köfte in Neukölln, würde ich sagen, ist bei Papa Ari in der Puderstraße. Ach, obwohl es gar nicht mehr in Neukölln ist eigentlich. Es ist so 5 Meter oder 10 Meter nach Treptow rein. Aber für mich ist das immer noch Neukölln, weil es ist genau hier um die Ecke. Ja. Naja, die gefährlichste Ecke so in Neukölln. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen, alles nur so ein bisschen Klischee und so. Alles so ein bisschen rumgeeier, was die Leute immer erzählen. Ich glaube, es gibt gar keine Straße, wo man sich nicht mehr hintrauen kann. Du kannst Idioten überall erwischen. So, die kannst du auch in Reiningdorf erwischen, so, weißt du? Also, ich glaube, es gibt keine Straße in Köln, wo man wirklich sagen müsste, da kannst du dich nachts nicht mehr hintrauen. Also, der beste Rapper in Deutschland ist ja sowieso Ali Boumaier, weißt du? Und da ich auch aus Neukölln komme, ist ja auch klar, dass ich der beste Rapper aus Neukölln bin. Ist ja klar. Der prominenteste Sportler aus Neukölln. Nee, Alter. So wirklich, also wirklich berühmter oder so wirklich, also der ist ein richtiger Profi oder so, fällt mir jetzt so keiner ein. Ich glaube, es hat noch keiner in Neukölln geschafft, Bundesliga-Profi zu werden oder so. Nicht, dass ich wüsste. Also was mich an Neukölln am meisten stört, sind so die Spielotheken und so komische Cafés, so, wo gar keiner hingeht so, und so düstere, komische Drecksläden. Die stören mich schon so ein bisschen, aber naja. Ansonsten, also es gibt eigentlich nichts viel Schlechtes zu sagen über Neukölln, weil Neukölln ist einfach eigentlich alles tutti frutti, außer halt so eine Sache und so, aber das ist ja nichts Schlimmes. Also ich finde in Neukölln am besten, dass du einfach machen kannst, was du willst. So, du wirst auch in Ruhe gelassen, so, du kannst dein Ding machen, du kannst einfach, Mann, in anderen Bezirken habe ich so ein bisschen gemerkt, ist alles so ein bisschen, ich fühle mich da einfach nicht, vielleicht liegt es auch wirklich nur daran, dass ich hier erlebe, aber ich fühle, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Wedding fahre oder so und dann wieder herkomme, ist einfach ein anderes Gefühl. Ich fühle mich einfach zu Hause und Neukölln ist einfach am besten, weil es ist einfach der beste Bezirk. Und wenn ich eines Tages mal Milliardär werden sollte, kann ich mir nicht vorstellen, hier wegzugehen. Ich bleibe immer hier, immer Plattenbau auf jeden Fall auch. Vielleicht kaufe ich ja mal so 2-3 Wohnungen im Plattenbau oder so. Mal gucken.